Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Mighty Number 9. Beim letzten Mal haben wir uns Dinah unter anderem vorgeknöpft und haben einen super geheimen Plan gesehen in Cherry Dynamics. Aber das ist erstmal egal. Wir haben noch Nummer 8 und Nummer 6 auf der Liste und Nummer 8 muss zuerst dran glauben. Mighty Number 8, Countershade, appears to be leading a robot occupation of the Capitol building. You are all set. Wie nett von ihm. Dass er direkt das Kapitol besetzt, aber gut, warum nicht? System ready? Go! Attention! Beck has arrived at the Capitol building. The Capitol building? What would number 8 be doing there? Of all places! Sniper fire? I detect no robots in the area capable of long-range gunfire. Mighty number 8 won't show up on any of your instruments. All part of my design. Beck, Shade is somewhere in the building. Trace the sniper fire back to its source. Ja, im Endeffekt, immer wenn ihr wisst, dass Countershade da war, wo ihr ihn gefunden habt, dann... Ich treffe dich nicht mal vernünftig. Verdammt nochmal. Ich glaube, es hat gereicht. Und wieder zurück. Oh Mann. Ja, das ist alles, was wir in diesem Level machen. Hin und her. Also nicht zwangsweise immer hin und her, das kommt immer darauf an, was Countershade sich einfallen lässt, aber... Auf jeden Fall müssen wir ihn immer wieder finden. Und jetzt? Mal woanders hin. Das ist doch schon mal was. Wondering what happened to all the humans here, little doggy. They ran away. Cowards. Every single one of those meat sticks fled at the first sign of trouble. Pathetic. Bring it on. That... Here we go. Ja, ich mach's mal wieder auf die schnelle Art und Weise, aber hey, es funktioniert ja. Okay, erstmal da. Maybe you can be content serving the whims of these fleshbags. Not me. My first executive order as the first robot president will be to set all bots free. Erster Roboterpräsident, ist auch schön. Hast du überhaupt was gemacht? Hast du überhaupt was gemacht? Irgendwie nehme ich nicht. So.
Ja, in den Momenten, wo diese Teile aktiv sind auf euch, solltet ihr unter Umständen zusehen, dass ihr euch irgendwo versteckt. Weil die den Schuss tatsächlich auf euch direkt wieder zurückleiten. Und weg ist er. Oh man. Ich glaube, das Bild da oben hat nicht richtig mit umgeschaltet, aber na egal. Schon besser. Aber ja, das ist... Ah, ich hatte gehofft, ich komme schneller runter. Na egal. Da ist er. Ich habe zum Beispiel auch keine Ahnung, wie man da hochkommen soll, aber... Passt schon. Ich wüsste nämlich nicht, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, einen Doppelsprung auszuführen, aber... Ist in Ordnung. Okay, er hängt diesmal nicht auf seinem blöden Kronleuchter. Guck mal an. Das war blöde. Gebe ich ja zu. Ich habe das Gefühl, das Level dauert länger als gewöhnlich. Meine Herren. Ah, man, Countershade. Können wir nicht einfach alle nett zueinander sein? Ah. Enough. It's time we settle this like robots. I'll meet you in my new office, little doggy. Ja, toll, danke. Wahrscheinlich so, als könnte ich jetzt ein bisschen mehr Gesundheit gebrauchen. Okay, now, little doggy. Let's see if you're all bark or if you got some bite. Listen to me, Shade. You're malfunctioning. Freedom doesn't require all this suffering. Emancipation is worth any price, even if it costs human lives. Na dann. Nett von ihm. Adios. Ich wollte schon sagen, bleib auch da, damit ich dich treffen kann, sonst ist das unfair. Stimmt ja. Technik vergessen. Ich meine, ich habe den richtigen gesehen, aber ich muss dann auch drankommen. Ach, hier darf ich es wieder nicht, oder wie? Nee. Ich kann mir tatsächlich nie einen Reim drauf machen, ab wann mich diese Technik treffen kann, ab wann nicht, aber ist in Ordnung. Also wir sagen, auf welcher Höhe die Geschosse sein müssen. Aber ist okay, jetzt habt ihr auch das gesehen von Countershade, was auch immer. Hier.
Perfekt. Fine play. Na, das war doch super gesprungen, prinzipiell gesehen. Ist natürlich super, wenn sie beide in einem stehen. Finde ich voll gut. Habe ich nichts gegen. Und fertig. Und dafür ein B-Rang, wie immer. Habt ihr was anderes erwartet? Ich nicht. Und wir lernen die Countershade-Technik, die ich auch eigentlich nie anwende, aber sie ist halt vorhanden. Es gibt sie. What in the blue blazes? Will, you mean this whole robot rampage? Is all my fault. Indeed. Or, more specifically, the fault of a robot I developed long ago. The CDN-1201, Trinity. I designed her to evolve by assimilating other robots' capabilities. I found her custom scripts in the code we recovered from each of the Haywire Mighty Numbers. The structure is clever. Concise. It's brilliant. There's no doubt it's my code. But Will, how is that possible? Cherry Dynamics shut down the Trinity Project ages ago. In fact, it was Dr. Blackwell himself who stopped it, wasn't it? Back when he was Cherrydyne CTO. I always thought that project was the reason you left Cherry to come work with us and make Beck here. Blackwell only saw the dangers. He never understood the potential. Professor? Sir? Are you okay? Oh. Hmm? Oh, yes, Beck. Fine. More or less. Thank you. Zonda, I need some time to think. Can you handle Beck and the remaining mighty numbers? Sure. Sure. Na, das verspricht doch noch lustig zu werden. Und jetzt ratet mal, welche Stage wir machen. Beck, you there? Careful with these winds. They're throwing off my aim. Lost him again. I'm moving to get a better angle. Shade out. Mighty Number 6, Aviator, has co-opted the television broadcast capabilities of this tower. You are... Verstehe. Das würde erklären, wie er in der Intro-Stage tatsächlich sein, sagen wir, nettes Profil auf die Leinwand hat bringen können. Ich bezweifle, dass es einen guten Plan gibt. Der ist rechtfertigt, dass ich das hier zu Fuß erledigen muss, aber hey. Im Endeffekt, was soll's? As you can see, Avi, the robot rampage is not letting up. It's chaos out here.
Also habe ich gerade das Spiel geglitscht gehabt, weil ich auf keine Plattform mehr konnte. Das war witzig. Hoppa. Ja, der Wind macht das hier echt witzig. Das Ding lebt immer noch, aber weil ich die Vorderseite attackiert habe, bricht es auseinander. Ist ja ein lustiges Dingerchen. Das ist aber auch so passende Teile hat, die dann einfach auseinanderbrechen. Das ist faszinierend. Eine Riesenschraube, die alles zusammenhält, nehme ich an. Ja. And now, Avi News Traffic from the Avi 1 Eye in the Sky Traffic Copter. Avi! We have an accident about to happen on the airship, Avi. A piece of trash causing trouble. What? I mean, breaking news. The piece of trash brought a friend and he's no fun at all! Ja, das passt schon, Kumpel. Wenigstens ist er tatsächlich nützlich. Allein schon, dass man bei ihm zumindest weiß, was er da getan hat. Dass das gut funktioniert hat, wundert mich, aber naja, gut. Habe ich nichts gegen, hätte nur gedacht, ich werde eher getroffen, als dass das gut ausgeht. Wo ist mein Sprinter oder was auch immer? Ja. Sei tatsächlich sehr vorsichtig mit dem Sprinten. Zumindest wenn ihr in Windrichtung sprintet. Holy cow. Ist nicht so, dass es mega tödlich ist, aber es kann schnell in die Hose gehen. Und brauchen wir das? Nein. Ja doch, das kam jetzt gerade zur rechten Zeit, muss ich schon sagen. Und einfach ignorieren. Ah, genau. Je öfter ihr hier dasht, desto schneller kommt ihr da hoch. Ganz einfach. Also schön lange und so dashen, aber... dashen und dann passt das. Man könnte auch die Plattform nehmen. Ja, das ginge, aber warum sollte ich? Es geht ja auch so. Ihr könnt euch vorstellen, wenn er mir einen Energieriegel gibt, dann ist das der Boss. And now, live
and now to Avi for the weather. Thanks, Avi. We got strong winds out there today. Be careful. Moments before he fell to his tragic death. Ooh, sorry, Beckham. Your segment is getting cut. Ja, du bist auch sehr nett. Ich müsste mal erstmal ausprobieren, wie überhaupt. Das Teil funktioniert, aber gut. Ja, Problem ist natürlich, ich habe gesehen, ich habe ihn jetzt verletzt und konnte ihn nicht rechtzeitig treffen. Ja, du machst das schon. Korrektur, ja. Goddammit, Avi. Okay, scheinbar wird vor meiner Haustür irgendwie eine Party geschmissen. Ist auch schön. Ich wollte schon sagen, bleibst jetzt im Boden. Headline! Boss ist tot! In erster Linie stehe ich hier oben. Ein Beran. Und wir halten Aviator, was nochmal für Kopfschmerzen sorgen wird. Das meine ich wortwörtlich so. Stupendous job, Beck. Come back to base and then, let's see. Professor. We're receiving an urgent call from Cherry Dynamics. I will patch it through. Sonda! Sonda! Ah, Sonda! Thank goodness. Great Graham here. Mr. Graham, what a pleasant surprise to hear from you. Drop the axe, Sonda. You don't like me and I don't like you. But we need your help. It's our factory here. It's out of control. It's cranking out hostile bots and we can't stop it. Confirming. Confirmed. Defective Cherry Dyne robots are rampaging throughout the city. Gadzooks, that is not good. We'll send help right away. Right, William? Yes, of course. But, Mr. Graham, one question. What makes you so sure Blackwell is behind this? Sonda, who is this idiot? Whom else would it be, boy? That smelly old fart is obviously out for revenge. Now stop asking stupid questions and send help! Whoa. Pleasant as always, that Mr. Graham. Sonda? I'll take the mighty numbers and handle the situation at the robot factory. You take call and find Dr. Blackwell at the prison. You mean go myself to the prison? Like actually physically go there? I suppose it's the only way to contact Dr. Blackwell under the circumstances. But are you sure you don't want to swap missions? I think you, of all people, would want to see him, right? On the contrary, I'd be quite content to never see him again for the rest of my life.
Gut, nun haben wir also den Online-Rennkampf freigeschaltet. Wir haben zwei Missionen frei, Roboterfabrik und Gefängnis. Und tja, das wird furchtbar. We'll just need to search every nook and cranny until we find a way in. Who ever heard of breaking into a prison? But we need to talk to Blackwell, so come on, Call. Man sollte meinen, man kann einfach mal, weiß ich nicht, anfragen, ob man den mal besuchen könnte. Aber augenscheinlich ist das keine Option. Alright. This must be the main prison building. Dr. Blackwell's cell will be deeper inside. We'll need key cards to access the maximum security wing, Doctor. Please wait here. So, als Cole haben wir eine Art Armbrust, die ein bisschen langsamer schießt als Becks Pistole, aber gut. Im Endeffekt heißt das meistens nur ausweichen und gucken, dass man hier wegkommt. Weil Call eben nicht so, ja, schlagkräftig ist wie Beck eben. Also basiert ihr Gameplay eher darauf. Aber das macht nichts. Hä? A patch service bot. Perfect timing. Call, plug in to recharge your shield energy. Use that as fuel to power your energy barrier. Press the shield button to activate it. Ready. Doctor, a question. Why was I equipped with an energy shield? Well, it's, just, you never know. You know. Man kann nie wissen, weißt du? Und weil man nie wissen kann, hast du eine Energiebarriere. Wie schön. Lustig ist, ich habe keine Ahnung, welcher Knopf meine Energiebarriere ist. Weil auf PS4-Controllern nirgendwo draufsteht, hier Energiebarriere. Aber naja. Aha. Eigentlich auch relativ einfach. Ich hätte allerdings nach oben gehen sollen, aber so geht's auch. Und tschüss. Tausche alt gegen neu. Ich frage mich tatsächlich, warum hier eine Kamera ist, die so gesehen aufnimmt, was wir hier machen. Und ja, ihr braucht nicht denken, dass das funktioniert wie mit Beck. Wir können die Viecher halt nicht wirklich assimilieren. Ausschalten ja, aber nicht assimilieren. Von daher einfach draufschießen, bis sie weg sind. Selbe wie mit ihm hier. Und tschüss. Und tschüss. Irgendwann mal. Es dauert halt ein Weilchen.
Perfekt. Dort neben deutlich länger mit Call als mit Beck. What is it, Call? I often detect an aversion to combat in Beck's vocal patterns, while I have no such reluctance. Question. Why would Professor White include that hesitation in his design? It's illogical. Yes, well, that... Yo, Dr. Sonderman! Did you call some call, huh? Thank the maker I reached you. I scouted up ahead and spotted a nasty guard dog. I'm talking one sick puppy. But I got a pro tip. Blast his big eye first. It's his weak point. Then go for massive damage. It's not only Beck. All of Professor White's designs have such contradictions. Ist das so? Ready. Und was hat Avi für ein Problem, so gesehen? Ich habe keine Ahnung. Ah, jetzt muss ich warten, dass das Ding da weggeht. Das ist ja furchtbar. Nee. Meh. Grabbing, jumping, doing stuff. Ich denke mir dabei halt nur, sie muss doch nicht die ganze Zeit sagen, was sie tut. Was ist denn jetzt mein Schild? Bäh. Mein Schildknopf. Ich hab keinen Schildknopf. Hasse. Ich bin ganz ehrlich, das ist der eine Punkt, den ich in dieser Call-Mission hasse. Da ich da drüber sprinten muss und meistens dann halt einen dabei auf die Fresse kriege. Ja, warum funktioniert es jetzt und gerade nicht? Ich meine, es ist fragwürdig, ob ich mit der Barriere keinen Schaden nehmen würde, was ich bezweifle, aber es ist zumindest gut zu wissen, dass die existiert, ne? Ich hasse dieses Stückchen. Ich bin ganz ehrlich, ich bin da drin furchtbar. Und hab jetzt noch ein Leben, glaube ich, um das zu versuchen. Yeah. Großes Kino. Ah, komm schon. Warning, grabbing, holding, doing stuff. Also noch ein neuer Versuch damit. Und danach bin ich eh tot. Wie schön. Gott, ich hasse es. Vor allem, dass die Passage genau vor dem Boss ist. Das ist... Bäh. K9. Tja. Call, do you remember Avi's advice? Affirmative, Doctor. Knock the eye out first. Whoops. Yay. Problem ist halt eigentlich an dem Kampf jetzt tatsächlich, dass wir... im Endeffekt genau darauf jetzt warten.
Und... Also nicht unbedingt genau da drauf warten, sondern auch auf andere Dinge, aber im Endeffekt müssen wir halt immer warten. Ja, hier seid ihr relativ sicher vor ihm. Mit der Barriere geht's aber halt auch. Muss man halt gucken. Das ist das bessere Fresschen. Aber das kann man nicht... Ja, man kann halt nicht wirklich was dagegen machen. Ob es kommt oder nicht, ist halt ziemlich random. Ich meine, ja, wenn die Sichtkamera kommt, kann ich auch da Schaden machen, das ist auch in Ordnung. Ah, jetzt ist die Kamera wieder so kaputt, ist doch voll super. Ist aber kein wirklich schwerer Kampf. Ich bleib halt nur ganz gerne da, weil ich dann im Endeffekt dafür sorgen kann, dass wir relativ gut Schaden machen können. Und mit dem Schutzschild einigermaßen sparsam umgehen können. Aber ja, das ist alles, was wir mit dem Hündchen hier machen. Es ist halt ein super Kampf. Ich frag mich ja tatsächlich, warum sie nicht einfach Schaden machen kann bei ihm. Aber egal. Wenn ich den Balken jetzt nicht falsch einschätze, ist es jetzt egal, was rausgekommen wäre. Dass die Bombe rauskommt, ist super. Guten Appetit. Aber wäre das Kamerading rausgekommen, na gut, dann hätten wir ihn halt am Auge zerstört. Ist auch super. Und ein B-Rang. Ja, selbst mit Core kriege ich B-Ringe hin. Soll das eine Tür da stellen? Ich weiß ja nicht. Ah, ich dachte, da kommt eine Katze. Na ja, gut. Dann, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir in die Fabrik eindringen mit Beck. Bis zum nächsten Mal. Hallo und herzlich willkommen zum Outro von Mighty Number 9. Wenn euch der kleine Kerl gefallen hat, dann lasst doch ein Like da oder kommentiert das Ganze. Ihr habt die Möglichkeit, unten in der Beschreibung Playlisten auszusuchen oder klickt auf das Video hier auf dem Bildschirm, um ein neues Video aus dem Channel auszuwählen. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit dem Channel. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss.